So, ganz kurzes Update-Video, was man hier im Hintergrund sieht. Das ist die Entwicklerversion von der Android-Version. Von der Android-Version. Man sieht, im Menü gibt es zwei Punkte. Das erste ist Charakterauswahl. Kann man jetzt zwei wählen: entweder ein Original aus der Demo in Cubio oder den selbst erstellen. Und man kann eine Kamera rein und raus zoomen. Das ist einfach mal reingezoomt, damit man die Figur besser sieht. Das ist die Entwicklerversion ist, sind alle Level frei. So, und jetzt, was ist neu? Ja, ich habe ein bisschen. Das ist in der Version 1.1 neu. Ja, drei neue Level sind halt dazu gekommen. Der 21, der 22 und der 17. So, die neuen Levels, da sind eine Grafiken, zumindest bei der 17, da sieht man das dann an neuen Teils. So, und was man auch sieht, hoffe ich, ist, dass der 21 und der 17 einen Hintergrund haben. Den habe ich mich auch eingefügt für diverse Level. Neben der Kamera erstmal, Charakter erstmal in Zoom, habe ich auch Levelzeiten überarbeitet. Erstmal vom Level 1 und 3. Level 2 bin ich nicht so richtig durchgekommen, da bin ich im eigenen Spiel gescheitert. Das war auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad doch ein bisschen zu hart, das größere Level. Da habe ich mich ständig selbst aufgespießt. Vor allem, weil die Zeit knapp bemessen ist, da muss das schnell gehen. Jo. Was noch? Achso, ich habe die Werbung reduziert. Normalerweise hat er innerhalb der Levels immer das Banner geladen. Das habe ich jetzt ein bisschen geändert. Da tut entweder das Banner laden oder das Interstitial. So dass nicht mehr ganz so viel Werbung geladen werden muss. Ja. Und dann fällt mir eigentlich nichts weiter ein. Ich habe auch an diversen Stellen schon Update-Links, Download-Links schon abgedatet. Ja, steht jetzt auch der aktuelle Download-Link wieder drunter. Ja, und dann müsste das soweit durch sein, wenn mir nichts mehr einfällt. Mir fällt nämlich nichts mehr ein. Grafiken hatte ich, drei neue Levels, eine Auswahloption, Levelzeiten. Ah, müsste ich alles haben. Ja, das war's dann erstmal.